Hallo und herzlich willkommen zu Zor 2 Flesh and Blood. Da sind wir schon wieder, mein Gott. Schon bei Zor 2, kaum zu glauben. Aber wer bin ich, wenn ich euch nicht Zor 2 direkt geben würde, wo Zor 1 doch am Wochenende mein Dauerbrennerspiel war? Da hattet ihr höchste Freude dran und das freut mich natürlich auch, also bekommt ihr Zor 2 von mir und ich möchte es ja auch gern spielen. Ich habe bis jetzt nur Let's Plays dazu gesehen, es selbst nie gespielt, genauso wie Teil 1 eben auch. Umso sehr freue ich mich jetzt darauf, es selbst mal spielen zu können. Was kann ich euch zu Zor 2 sagen? Moment, lasst mich mal auf meinen Spickzettel gucken. Ist entwickelt worden von Zombie Studios, wie der erste Teil auch schon. Herausgegeben von Konami, auch wie der erste Teil. Ist knapp ein Jahr später, 2010, rausgekommen. Für PlayStation 3 und Xbox 360. Ach, Entschuldigung, ihr Lieben. Das sind so die Eckdaten. Keine Ahnung, wie viel sie verbessert haben an Steuerung und Co. Aber sei es drum. Schauen wir mal. Es gibt auch diesmal wieder zwei Enden. Diesmal wird es leider etwas schwieriger, beide Enden zu zeigen. Ich habe eine Lösung gefunden, die ich euch aber erst am Ende verrate. Denn je mehr ich euch von der Lösung, je mehr ich euch verrate, was meine Lösung ist, damit ihr beide Enden sehen könnt, umso mehr kann ich euch spoilern. Also werde ich dazu soweit nichts sagen. Ich sag nur, ihr werdet die Möglichkeit bekommen, beide Enden sehen zu können. Mein Controller will schon wieder hier nicht. Komm. Ich habe die Helligkeit natürlich für mich. Ja, Jigsaw fängt schon mit mir an zu reden. Neuer Speicherstand, aber sicher. Normal, geisteskrank. Nein, so geisteskrank bin ich wiederum nicht. Auch hier werde ich mich einfach immer eingeblendet lassen, so wie ich es im ersten Teil auch schon gemacht habe. Aber natürlich weitestgehend die Klappe zu währenddessen halten. So wie es in meinem Rahmen ist. Ihr kennt mich. What the fuck? Oh, das ist schlecht. Da haben wir einige dran sterben sehen in Teil 1. Haben die ihm echt eine Wampe gemacht? Nicht schlecht. Was muss ich denn machen? Achso. Junge! Wenn ich dir sag, du sollst es machen, mach das bitte. Willst du sterben oder willst du leben? Dann mach einfach hinne. Vertrau dem Spieler. Ja, tut weh, ich weiß. Komm. Jetzt stell dich nicht so an. Komm schon. Also je länger du brauchst für den Scheiß, umso weniger wird's klappen, Junge. Dass er nicht ohnmächtig wird, ist ein wahres Wunder, aber sei es drum. Schon direkt möchtest du ein Spiel spielen. Mal gucken, wie es ob es wie in Teil 1 wird, dass ich mit Trophäen zugemüllt werde. Ich weiß es nicht. Aber Dude, es ist schon wieder scheiße dunkel, als hätten wir das nicht erst schon im ersten Teil gehabt. Dabei habe ich doch Checkpoint zurück, Ausgang, Spielpause, nee. Untertitel sind an.
Ich befürchte, ich muss es wieder effektiv laut machen. Effektiv hell machen, damit es geht. Ja, okay, jetzt ist es ein bisschen besser. Ich muss mal gucken. Ich habe mal jetzt alles auf eine halbe Stunde gestellt vom Timer her. Was hat wirklich wehgetan? Das hat wirklich wehgetan. Wenn Sie verletzt sind, finden Sie einen Gesundheitshypo und wenden Sie es an sich an, um die Schmerzen zu unterdrücken. Nachdem Sie eine Gesundheitshypo gefunden haben, drücken Sie L1, um es zu benutzen. Das wird Ihre Gesundheit wiederherstellen. Die Steuerung ist ja anders. Soll ich die jetzt wirklich benutzen? Kann ich irgendwo meinen Gesundheitszustand sehen? Auf jeden Fall, now is the time to take a hard look at yourself. Na gut, dann machen wir das wohl. Ich habe wahnsinnige Halsschmerzen, ihr Lieben. Ja, ich weiß, ich war erst krank und alles. Yes. Aber... voll das Brandzeichen. Das zeigen die mir doch nicht ohne Grund, oder? Das sieht aus wie so ein Menüdeckel mit, weiß ich nicht, unten dran irgendwas hängt, damit man da vielleicht noch was dranhängen kann. Und ein Punkt. Kann man hier in dem Fall sagen, Punkt marks the spot? I don't know. Sehen Sie? Ein Mini-Puzzle. Okay. Ich habe ja eine Theorie. Ich bin mir nicht sicher, ob die Theorie so valide ist. Kann also sein, dass ich mittendrin mir sage, ich kann nicht mehr und dann muss ich aufhören. Ich hoffe, dass ich dann aber zumindest einen 20-Minuten-Part schon voll habe. Im allerschlimmsten Zweifel. Ansonsten versuche ich selbstredend die 20 Minuten, die 30 Minuten voll zu kriegen. Sie haben jetzt eine Taschenlampe, die dunkle Bereiche erhellen kann. Drücken Sie, um sie an- und auszuschalten. Ach du Scheiße. Okay. Das Glas, aber habe ich Schuhe an? Oder bin ich barfuß? Ich habe Schuhe an, also dürfte mich Glas ja wohl absolut nicht interessieren. Auch hier waren die Heinzelmännchen unterwegs und haben Glas. Was habe ich denn jetzt gemacht? Wenn man nichts sieht, ist es echt schwer zu sagen, was man gemacht hat. Hm? Ach, das erinnert mich doch an jemanden. Oh, ich brauche einen Code. Also ich entsinne mich, dass Detective Tapp so nicht gestorben ist. Der hat sich anders umgebracht. You can see, but do you understand, Campbell? Ah! 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 573. 573. Warte mal. Muss das so sein, oder? Ich probier's mal. Okay.
Ich find's toll, dass ich mit ihm durch Glasscherben laufen kann. Mal sehen, wie lange das hält. Was war das denn jetzt? Oh, Jigsaw, du Penner. Noch mehr Fallen? Na, von mir aus. Ein Rohr. Wie kämpfe ich denn? Boah, jetzt hier voll alles geändert, oder was? Im Regen? Ich bin draußen? Ups. Der gute Jigsaw eben. Wie, ich muss selbst krabbeln. Das ist ja... Damit bin ich nicht einfach... Was denn? Oh, schade. Was auch immer ich jetzt verpasst habe. Auch das scheint wieder ein sehr depressiver Ort zu sein. Ja, die Ratten wissen mehr als ich. Wie so oft. Ohne eine Aufzeichnung Ihres Spieles wird niemand über Ihr Schicksal erfahren. Speichern Sie das Spiel, wenn Sie sich dem alten Tonbandrekorder nähern und drücken Sie. Ich darf jetzt nicht mehr jederzeit speichern. Ist das euer Ernst? Ach, Herr Jemine. Mhm. Ist das euer Ernst? Yo. Ups. Nein, das wollte ich natürlich nicht, ihr Lieben. Da hat sich doch jemand 100% an Resident Evil orientiert. Ah. Nein! Okay. Ach du Scheiße. Was ist denn das für ein Mist? Ist das nicht mehr so wie in Teil 1, dass es dann immer leichter wird? Oh, ich will wieder meine Rätsel aus Teil 1 wieder haben. Das wird viel schöner. Nein! Guck mal, jetzt für die ganz Doofen gemacht, ne? Ich hab trotzdem noch nicht. Die fragen sich auch, wie einfach sollen wir es dir eigentlich noch machen? Oh mein Gott, das ist nervig! Ohne Witz, Leute, das ist richtig nervig. Ich will wieder meine alten wieder haben. Wer sich das ausgedacht hat, gehört bitte geschlagen. Oh! Sag mal, ohne Witz, ich da... Ach, komm. Nee, das ist überhaupt nicht nervig oder so. Gar nicht. Wow. Ja, Dude, ich verstehe... Schweinebärmann. Wieso lebt Schweinebärmann? Ich habe ihn umgebracht in der Dingsfolge. Habe ich gemacht. War dabei. Ist durch Strom gestorben. Naja. Geschichte wiederholt sich. Ja, das ist wohl so. X. Die war... Shit, that was close. Das war close. Ich glaube, daran werde ich des Öfteren wohl sterben. Okay. Oh, bitte nicht nochmal die Tür knacken. Oh, Gott sei Dank nicht.
Wenn das so ist, gehe ich... Hm. Na gut. Versiegelt. Ich muss dann also. Okay. Das sind immer andere, die Schweinehunde. Naja, was soll's. Watch your step. Rennen Sie um Ihr Leben. Um Ihre Bewegungsgeschwindigkeit zu verändern, halten Sie R1 nach unten gedrückt. Rennen kann Ihr Leben retten, wird aber in einigen Situationen das Überleben erschweren. Hm. Oh. Huh? Sag mal. Komm mal her. Au. Ich muss sagen, dass die Steuerung bis jetzt sogar schlechter ist als in Teil 1 und es soll was heißen. Oder ich bin halt einfach sehr unleidlich. Das kann natürlich sein. Ja, ist okay, komm. Hm. Sag mal, renn mir doch nicht so hinterher, du Penner! Ah! Du bist eventuell einfach dumm. Oh, komm schon! Ich muss sagen, das ist eine deutliche Verschlechterung zu Teil 1. Es ist es. Ja, ihr Lieben, da hat das ganze Spiel gecrashed, die ganze PlayStation genau genommen. Wenn das öfters vorkommt, weiß ich nicht, ob ich so begeistert bin von dem Spiel. Da ich gerade sowieso schon genervt bin von dem Gegner hier. Mann! Können wir gleich mal testen, ob es meine PlayStation noch ein paar Mal hinüberrafft. Und ich kann mich entsinnen, dass diese Art von Gegner tatsächlich öfters vorkommen. Ich könnte jetzt schon kotzen, ehrlich. Das ist für mich wirklich gerade eine der schlimmsten Neuerungen. Und es wird bestimmt nicht die einzige sein. Oh nein. Schade, dass du jetzt nicht da reingerannt bist, du Vollidiot. Aua! Mann! Du Volldepp! Oh ja, bring mich wieder mal um! Sorry, aber das geht gar nicht. Das geht einfach gar nicht. Das ist ein spielerisches No-Go gerade. Campbell steuert sich in etwa wie Jacob im Callisto-Protokoll. Und der scheint deutlich agiler zu sein, obwohl der... Ja, komm, halt die Fresse, Jigsaw. Was? Jetzt schneidet er mir den Weg und trifft mich auch noch? Was soll denn Scheiß? Ja, komm, leck mich am Arsch!
Gott. Das geht nicht, Leute, der trifft mich. Der trifft mich. Weil er, weiß ich nicht, aber was bist du für ein Hurensohn? Ja, hab ich gesagt. Ist mir auch gerade egal, dass ich es gesagt habe. Mann! Du kommst dir wie Jacob vor! Wo ist der Penner denn jetzt? Oh, es kotzt mich gerade sowas von an. Was mein Ziel ist, ist mir klar, aber es funktioniert einfach nicht. Warum bist du nicht da reingelaufen, du Hurensohn? Ja, Entschuldigung, Leute. Dankeschön. Ich hoffe, ich habe diese Art von Gegner nicht allzu oft, denn das geht mir jetzt schon auf den Sack. Hab ich, okay. Ein Koppler. Gibt's hier also auch, ja? Ah, ich hätte mir auch Licht anmachen können. Ja, natürlich. Oh, ist das eine Uhr? 16 Uhr? Warum zeigt man mir eine Uhr? Mit so einem offensichtlichen... 9 Uhr? 4, 9? Was? Aha. Mich dünkt, als hätte ich hier ein Rätsel gefunden. Warte mal, rote Tapete 16 Uhr, grüne Tapete 9 Uhr oder rot 4, grün 9. Da mochte ich die aber in dem anderen deutlich lieber. Alles mochte ich bis jetzt in dem anderen deutlich lieber, was ein bisschen traurig ist, aber sei es drum. Seta? Was war das? Grün war 9. Und das war 4. Ich meine ja nur, ne? Ein von 7 Billy-Puppen. Aha.
Ach, das hätte ich da drin sehen können. Ja, na gut. Warum kann ich das jetzt gerade machen? Ach so. Ob Jigsaw denkt, dass er mich damit herausfordert? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier ist auch so dunkel. Ach so, da geht's nicht weiter. Fallakte. Die richtige Wahl. Ich habe den Jigsaw-Mörder getroffen und ihn entkommen lassen. Sein Preis war zu hoch. Und ich war zu schwach. Jigsaw hat Gordons Familie mit vorgehaltener Waffe als Geisel genommen. Schüsse fielen und ich rannte rüber, um sie zu erwidern. Wenn ich nicht im nächsten Gebäude gewesen wäre, ich weiß nicht, was passiert wäre. Wir hatten einen Schusswechsel in Gordons Apartment danach. Ist Jigsaw entkommen und ich habe die Verfolgung aufgenommen. Jigsaw war ein kleiner Mann mit braunen Haaren, großen blauen Augen. Ich habe dem Polizisten eine Beschreibung gegeben, der mich gefunden hat, nachdem ich aus dem Höllenloch Whitehurst freigelassen wurde. Jigsaw hat mich am Ende da eingeschlossen. Er hat schreckliche Dinge getan. Es hat mich wählen lassen, aufzugeben, ihn zu verfolgen, damit seine Opfer weiterleben, oder ihm weiter zu verfolgen und zuzusehen, wie sie sterben. Ich habe die Verfolgung aufgegeben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Richtige getan habe. Ich würde mal sagen, die Rede ist von Detective Tab. Tabby Tab Tab. Oh, hi. Na? Ach, komm schon. Jetzt, wo es gerade spannend geworden ist. Mensch. Ich hätte aber gerne gewusst, wer da jetzt gestorben ist. Naja. Man kann wohl nicht alles haben. Okay, und was ist diese Wahl? Ui. Ach, hier speichert's freiwillig. Okay. Ja, Leute, er hat Krebs und der oben nicht. Entschuldigung, Campbell. Tada, Ende. In 30 Minuten durch Saw, Flesh and Blood. Perfekt. Ich würde sagen, hier mache ich dann noch einen Cut rein, ihr Lieben. Zack. Pause.
Das war also die erste Folge Saw 2, The Game. Ich werde es so aussprechen und nicht mit Flesh und Blood noch hinten dran. Das ist mir zu umständlich. Ich muss sagen, mir hat jetzt das, was ich im ersten Moment bekommen habe, nicht so gefallen, zugegebenermaßen. Da hat mich das im ersten Teil doch mehr angelockt. Auch dieses Schaltkreisrätsel war im ersten Teil doch dann ein bisschen schöner. Aber sei es drum, mal schauen. Ich weiß, sie wollten sicherlich Neuerungen reinbringen, aber solche derlei Gegner, die deutlich agiler sind als ich selbst, ist irgendwie mies. Naja, und dass meine ganze PlayStation auf einmal einen Abgang gemacht hat, das ist noch viel mieser. Okay, also ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und haut rein.